Januar 2015 in Dhaka, Bangladesch. In der Zentralbank des Landes erhalten gleich mehrere Mitarbeiter dieselbe E-Mail. Auf den ersten Blick erscheint sie ziemlich harmlos. Ein Mann namens Razel Alam möchte sich bei der Zentralbank bewerben. In der E-Mail befindet sich ein Link zum Download seiner Bewerbungsunterlagen. Mindestens ein Mitarbeiter lädt die Datei herunter. Was man in Dhaka zu diesem Zeitpunkt nicht ahnt: Die Zentralbank ist soeben Ziel eines Hackerangriffs geworden. Ab diesem Zeitpunkt, nur Minuten nach dem Klick des Mitarbeiters auf die vermeintliche Bewerbung Alams, befinden sich Eindringlinge in den Systemen der Bank. Und sie bereiten einen Raub vor. Doch dies ist kein gewöhnlicher Diebstahl. It's a plot straight out of a Hollywood film and still no clue as to who's behind it. Es geht um Milliarden und nicht um Millionen. Und die Hacker sind keine gewöhnlichen Kriminellen. Ihre Spur führt über die USA, Sri Lanka und die Philippinen nach Nordkorea. Hackers were able to steal $81 million from the country's central bank. One of the biggest bank robberies of modern times. Der Sponsor des heutigen Videos ist Clark. David und ich sind selbstständig. Gerade da kann eine Berufsunfähigkeitsversicherung sehr nützlich sein. Wenn wir aus welchen Gründen auch immer nicht mehr arbeiten könnten, hätten wir dann weiter ein gewisses Einkommen. Hier kommt Clark ins Spiel. Clark ist eine kostenlose Versicherungsmanager-App. Über die kannst du deine Versicherungen an einem Ort managen und hast einen digitalen, transparenten Überblick. Ein individueller Bedarfscheck kann dir dabei helfen, herauszufinden, welche Versicherungen du brauchen könntest und welche nicht. Du kannst dich auch persönlich beraten lassen, per Chat oder telefonisch. Clark ist dabei unabhängig und vergleicht alle Tarife am Markt. Die App ist in Deutschland und in Österreich verfügbar. Über den Link in der Beschreibung und mit dem Code SIMPLY könnt ihr euch Best Choice Gutscheine im Wert von insgesamt 45 Euro sichern. Dafür müsst ihr euch die App holen und insgesamt 3 bestehende Versicherungen hochladen. Wichtig: Wenn ihr euch anmeldet, wird Clark euer neuer Versicherungsmakler. Also Vorsicht, falls ihr schon einen habt. Die Bewerbung von Razel Alam ist eine Spear-Phishing-Mail. So nennt man E-Mails, die sehr zielgerichtet versuchen, an ganz bestimmte Nutzerdaten zu gelangen. Sie sind oftmals genau auf die Zielperson abgestimmt und enthalten Anhänge mit Schadsoftware oder Links. Bei Alams Bewerbung handelt es sich vermutlich um einen Remote Access Trojaner, kurz RAT. Das ist eine Schadsoftware, die es den Hackern ermöglicht, das Opfer über Monate hinweg auszuspionieren. Außerdem können die Hacker den infizierten Computer mit ihr sogar fernsteuern. Über diesen ersten Zugang schauen sich die Hacker dann im System der Zentralbank um, mit einem ganz bestimmten Ziel. Sie gelangen auf einen Computer der Bank, auf dem ein Mitarbeiter SWIFT nutzt. SWIFT ist das internationale Kommunikationsnetzwerk, das Banken auf der ganzen Welt täglich nutzen, um Millionenbeträge hin und her zu senden. Die Eindringlinge beobachten in Ruhe, wie SWIFT bedient wird, und klauen die Zugangsdaten des Mitarbeiters zu dem Netzwerk. Erst ein Jahr später schlagen sie zu. Dhaka, Freitag, der 5.2.2016 um 8.45 Uhr. In der Hauptzentrale der Bangladesch Bank bemerken Mitarbeiter, dass der Drucker im Hochsicherheitsraum im 10. Stock nicht mehr funktioniert. Es handelt sich dabei nicht um irgendeinen Drucker. Dieses Gerät druckt die Belege aller SWIFT-Transaktionen. Die Mitarbeiter sehen darin zunächst einmal trotzdem nichts Ungewöhnliches. Wer hatte nicht schon einmal Druckerprobleme? Dass der Drucker nicht funktioniert, ist allerdings kein Zufall. Die Hacker haben das Gerät schon am Abend zuvor außer Gefecht gesetzt. Ohne entsprechende Belege merken die Bankmitarbeiter in Dhaka nicht, was an diesem gestrigen Abend geschehen ist. Nachdem der Drucker lahmgelegt wurde, legen die Hacker los. Sie nutzen den SWIFT-Zugang des ausspionierten Mitarbeiters, um Zahlungsaufträge an die Federal Reserve Bank in New York zu stellen. Das ist die Zentralbank der USA. Die Zentralbank von Bangladesch führt dort ein Konto. Durch die Zeitverschiebung erhält die New Yorker Bank also am Donnerstagmorgen 35 Überweisungsaufträge via SWIFT. Mit denen würde fast das gesamte Konto der Bangladesch Bank geleert werden. 951 Millionen Dollar sollen an verschiedene Adressaten gehen. Transaktionen in dieser Höhe sind nichts Ungewöhnliches für die amerikanische Zentralbank. Diese 35 Aufträge wirken allerdings sus.
Normalerweise erhält man aus Bangladesch nicht so viele Aufträge auf einmal. Außerdem sind sie voller formaler Fehler und die Zahlungsempfänger sind ungewöhnlich. Die Federal Reserve lehnt die Aufträge ab. Daraufhin korrigieren die Hacker einfach die Formfehler und stellen die 35 Aufträge erneut. Die Reserve hat immer noch ein paar Rückfragen zu einigen der seltsamen Aufträge und versucht, die Zentralbank in Bangladesch über das SWIFT-System zu kontaktieren. Zu dieser Zeit ist es in Bangladesch allerdings bereits Nacht. Auch am Freitag bemerkt niemand in Dakar, was in der gestrigen Nacht passiert ist. Der Drucker ist ja schließlich defekt und kein Mitarbeiter sieht die Zahlungsaufträge an die Federal Reserve oder die Nachricht mit den Rückfragen aus New York. Die Angestellten machen dann früh Feierabend, denn Freitag ist in Bangladesch Wochenendtag. Erst am Samstagmittag bekommen die Mitarbeiter den Drucker wieder zum Laufen. Sie sehen die Belege der Aufträge an New York, die Rückfragen und bemerken den Betrug. Leider haben die Hacker neben dem Drucker auch den eigentlichen Zugang zum SWIFT-System selbst sabotiert. Und so kann in Dakar niemand eine Nachricht an die Zentralbank in New York schreiben. Panisch googeln die Mitarbeiter nach einem Weg, die Reserve zu kontaktieren. Sie finden eine E-Mail-Adresse und schreiben 3 Mails. Das entsprechende Postfach wird in New York allerdings nur unter der Woche gecheckt. Und es ist ja Samstag. This is fine. Das alles ist kein Zufall. Die Hacker haben den Ablauf ihres Diebstahls akribisch geplant. Sie haben sich sowohl die Zeitverschiebung als auch die unterschiedlichen Wochenendtage perfekt zunutze gemacht. Das ist eine beliebte Vorgehensweise bei größeren Hackerangriffen. An Feiertagen und in der Nacht arbeiten häufig nur sehr wenige Menschen. So kann man potenziell länger unentdeckt bleiben. Aber das ist noch nicht alles. Die Federal Reserve in New York soll das Geld der Bangladesch Bank an 4 Konten in Manila auf den Philippinen überweisen. Diese Konten wurden ein Jahr zuvor mit gefälschten Identitäten eröffnet. Aber warum die Philippinen? Am Montag, dem 8.2.2016, 4 Tage nach dem Angriff, wird dort das chinesische Neujahrsfest gefeiert. Ein nationaler Feiertag. Insgesamt schaffen sich die Hacker auf diese Weise ein Zeitfenster von 5 Tagen, um das gestohlene Geld verschwinden zu lassen. Und so hätten sie um ein Haar knapp 1 Milliarde Dollar gestohlen. Wäre da nicht ein winziges, absurdes Detail? Die zuständigen Mitarbeiter bei der Zentralbank in New York achten bei eintreffenden Zahlungsaufträgen vor allem auf Formfehler und den authentifizierten SWIFT-Nachweis. Beides passt soweit bei den Hackern im zweiten Anlauf. Außerdem überprüfen die Mitarbeiter allerdings, ob der Auftrag gegen US-Sanktionen oder Geldwäschebestimmungen verstößt. Ist alles vorschriftsmäßig, wird die Zahlung quasi automatisch akzeptiert. Die Bank in Manila, an welche das Geld transferiert werden soll, befindet sich an der Jupiter Street. Einige der Transaktionen enthalten die Adresse und damit das Wort Jupiter. Bei der Federal Bank in New York wird man bei dem Wort hellhörig, denn es ist der Name eines US-sanktionierten iranischen Öltankers. Die Zentralbank stoppt daraufhin 30 von 35 Transaktionen vorerst, um sie zu prüfen. Die restlichen 5 werden akzeptiert. 101 Millionen Dollar werden an verschiedene Konten überwiesen. 20 Millionen Dollar gehen nach Sri Lanka an die Wohltätigkeitsorganisation Shalika Foundation. Doch hier haben die Hacker einen Tippfehler eingebaut. Sie schreiben das Wort Foundation falsch, Shalika Foundation. Ein Mitarbeiter der Bank in Sri Lanka bemerkt die ungewöhnlich hohe Zahlung und den Tippfehler. Die Überweisung wird storniert. Letztendlich stehlen die Hacker also statt knapp 1 Milliarde nur 81 Millionen Dollar. Die Zentralbank in Bangladesch versucht anfangs, den Diebstahl zu verheimlichen. Man hofft wohl, das Geld wieder zurückholen zu können. Ermittler bemühen sich, die Geldwege nachzuvollziehen. 31 der 81 Millionen Dollar wurden angeblich in Manila an einen Chinesen namens Xu Weikang in Bar ausgezahlt. Kein Witz. In 100-Dollar-Scheinen wären das ca. 300 Kilogramm Geld. Er habe dann mit einem Privatjet die Stadt verlassen und wurde seitdem nie wieder gesehen. Die restlichen 50 Millionen Dollar tauchen kurze Zeit nach dem Raub in 2 Casinos in Manila auf. Im Soler und im Midas. Casinos eignen sich besonders gut, um Geld zu waschen. Einmal in Casino-Chips eingetauscht und wieder zurück in Bargeld gewechselt, ist es quasi unmöglich, die Geldwege nachzuvollziehen. Und genau dafür sorgen Komplizen der Hackergruppe.
Mehrere Wochen lang organisieren sie Spielrunden und mieten dafür sogar eigene Privaträume im Casino. Sie spielen ein beliebtes asiatisches Kartenspiel, Baccarat. Das ist ziemlich simpel und eignet sich hervorragend zur Geldwäsche. Wenn man sich geschickt anstellt, verliert man selbst bei langem Spielen nur wenig Geld und kann dann fast die gesamte Summe wieder ausgezahlt bekommen. Neben den Casinos in Manila führen die Spuren auch in die Spielhallen von Macau. Die chinesische Sonderverwaltungszone ist für Glücksspiel in ganz großem Stil bekannt. Mehrere Komplizen, die in den Casinos in Manila die Spiele organisierten, haben Verbindungen nach Macau. Die Ermittler vermuten, dass das Geld dort gelandet ist. Aber warum genau an diesem Ort? Macau ist neben dem Glücksspiel auch für seine Verbindungen zu Nordkorea bekannt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Geld letztlich dorthin gesendet wurde. Und das wäre auch nicht verwunderlich. Denn hinter diesem gewaltigen Bankraub steckt mutmaßlich die Lazarus-Gruppe. So wird eine berüchtigte Reihe an Hackern genannt, die wohl dem nordkoreanischen Geheimdienst angehört. Ihr Ziel ist vor allem die Geldbeschaffung für Nordkorea. Lazarus soll bereits mindestens 1 Milliarde Dollar für die Diktatur erbeutet haben. Das FBI konnte über verschiedene E-Mail-Adressen zeigen, dass Park Jin-ha-yo, eine zentrale Figur von Lazarus, augenscheinlich am Bangladesch-Bankraub beteiligt war. Vielleicht erkennt ihr ihn ja aus unserem Video zum Sony-Hack. Auch bei WannaCry soll er involviert gewesen sein. Lazarus gilt heute als eine der gefährlichsten kriminellen Hackergruppierungen der Welt. Der Angriff auf die Zentralbank von Bangladesch ist eine unglaubliche Geschichte. Für mehr Details empfehlen wir euch diesen hervorragenden Reuters-Artikel und diese Episode eines unserer persönlichen Lieblingspodcasts, Darknet Diaries. Dieser Bankraub zeigt erneut, zu was die nordkoreanischen Hacker fähig sind. Ein Land, das kaum über eine digitale Infrastruktur verfügt, schafft es bis in die Systeme mächtiger Organisationen. Nur ein skurriler Zufall verhinderte unglaubliche finanzielle Schäden. Es war sicherlich ein Weckruf für die IT-Sicherheit der Zentralbanken dieser Welt. Lazarus ist bis heute aktiv. Im März dieses Jahres wurde die Sidechain Ronin des Blockchain-Games Axie Infinity gecrackt. 620 Millionen US-Dollar wurden dabei gestohlen. Der größte Crypto-Hack aller Zeiten. Ihr könnt euch denken, wessen Spuren am Tatort gefunden wurden. Cheers! Hey, hoffentlich hat euch dieses Video gefallen. Was denkt ihr über den Bangladesch Bank Heist? Außerdem, Nordkoreas Aktivitäten im Crypto-Game wären wahrscheinlich ein ganzes eigenes Video wert. Hättet ihr Bock darauf? Schreibt es uns unbedingt in die Kommentare. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.